Wahrscheinlichkeitsrechnungen ist in Ordnung. Das hat nicht mit Verborgenheit zu tun. Ich meine, wir sagen, okay, es gibt 15 Leute, diese 15 Leute, die werden das und das machen. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese 15, weil sie diese, sage ich jetzt, Eigenschaften haben und diese Sensoren haben und dies besucht haben, die Wahrscheinlichkeit ist, dass 10% davon zum Beispiel bestehen, 15% nicht. Wahrscheinlichkeitsrechnung beruht auf Daten, die man gewonnen hat durch Erfahrung. Deshalb ist es kein Problem. Das hat nicht Barakallahu fikum mit Haram zu tun.